Hallo? Oh, ich meine... Hallo, meine Wikinger-Freunde! Hier ist der Aldemar mit Mountain Blade Viking Conquest Reforged Edition. So einen langen Titel gab es selten. Aber heute ist es anders, denn wir spielen das sogenannte Spiel. Wie geht's euch? Willkommen zum ersten Live-Let's Play. Ist ja nicht wirklich ein Let's Play, aber ich dachte, es passt ganz gut, weil ich wollte ja immer Viking Conquest spielen. Und wer Mountain Blade Warbands kennt, der weiß, dass das alles sehr lange dauert. Und ich wollte nicht nochmal so ein riesenlanges Let's Play-Projekt anfangen. Deswegen dachte ich, streame das ab und zu, weil es bietet sich einfach dazu an. Ja, es ist sehr warm. Hallo lieber Chat, also ihr könnt das auch locker normal gucken. Es war mein Livestream, wer jetzt danach guckt, das eignet sich bestimmt toll zum so gucken. Ihr könnt natürlich, glaube ich, wenn ihr auf dem Handy guckt, ist das cool, da kann man den Chat anmachen oder nicht. Ja, aber ich werde natürlich mit dem Chat jetzt schon ein bisschen interagieren, so ist ja nicht. Guten Tag lieber Chat, wie geht's euch? Ich lese jetzt nicht nochmal alle vor, aber ach, was soll's. Katzenchaos, Lord Flynn, Werfer, Schmick, Ender, Patrick Wieland, habe keinen Namen, lol. Larry Hans-Peter, habe keinen Namen, lol. Ist ein typischer Terry Pratchett-Nickname, ja. Obergefreiter Läuterer. Björn Kruse, King Ezra, Miko, Mary Lee, Dinosius und, und. So, wir spielen Viking Conquest. Wie gesagt, das geht's um die Wikingerzeit. Bisschen realistischer, historischer als beim... Vanilla-Spiel von Mountain Blade. So. Rekrutierung normal. Story-Kampagne. Wir machen Sandbox-Kampagne. Schwierigkeitsgrad. Benutzer definiert. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Mal gucken wir mal. Rekrutierung normal. Budget normal. Spielerschaden reduziert. Achso, dann mal normal. Das ist ja sonst zu blöd. Ich empfehle allen, die das zum ersten Mal spielen, auch lasst den Spielerschaden auf reduziert und einfach. Weil das ist sonst auf normal ist schon echt schwer, ja, wenn man das Spiel nicht beherrscht. Kampf-KI. Machen wir normal. Das beeinflusst, wie gut Truppen kämpfen. Sie kämpfen am schlechtesten auf Anfängerlevel natürlich. Kampfgeschwindigkeit. Wie Truppen rennen. Auch normal, Kampagnen-KI normal. Banditengruppen normal, das habe ich ja vorher. Ausdauer. Ausdauer wird zum Gesundheit auf den athletischen Fähigkeiten berechnet. Beeinflusst die körperliche Ausdauer während. Das ist auch neu, das gibt es ja auch neu hier nur bei Viking Conquest. Müssen wir mal überlegen. Meine Güte, ich müde mich die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit Heuschnupfen habe, weil alle Fenster auf sind und es natürlich sehr warm ist. So. Ausrüstung beeinflusst Fähigkeiten. Doch deine Fähigkeitspunkte werden sich verschlechtern, wenn du schwere Rüstungen anlegst. Diese Option erzeugt für die fortgeschrittenen Spieler eine bessere Balance. Das machen wir nicht an. Ausdauer lassen wir auch mal aus. Schildhieb kann man anmachen. Wunden. Lassen wir aus, die sind zum Kotzen. Blutverlust auch. Beschädigte Ausrüstung lassen wir aus. Erholt, verbessert. Sollen wir die anlassen? Ausrüstung kann in Schlachten beschädigt werden. Abhängig von ihren Fähigkeiten und Waffen. Bieten Waffenschmieden an, ihre Ausrüstung zu reparieren. Ne, das lassen wir mal aus. Weil es ist alles... Ich spiele das erste Mal so richtig, Viking Conquest. Erholung verbessert die Moral. Das ist natürlich ganz gut. Komm, lass mal Ausdauer an, weil das ist doch eigentlich... nicht mehr rennen. Wenn die Ausdauer eines Charakters erschöpft ist, kann er nicht mehr rennen. Und der Schaden einer Waffe wird halbiert. Aber nur Charaktere, keine NPCs, das betrifft die nicht, oder? Aber lass uns mal an. Gefechtsgröße, szenische Menüs deaktivieren, das geht um die Städte. Das lädt dann immer ziemlich lange. Gefechtsgröße machen wir mal hier, machen wir erstmal auf 250. Kann man schön bei Thomas machen, lass uns mal auf 250. Spielerdivision, setze den Spieler als Kommandeur der gewählten Division ein. Diese Division wird sofort links und hinter dem Spieler auf der Halten und Folgen Befehl gesetzt. Skyformation bringt den Spieler an die Spitze. Ach, lol. Machen wir mal unbemannt 1. Komplexe Formationen ausschalten. Armee automatisch zu Feind ausrichten. Feinde greifen immer an. Das kann man auch machen. Das spart viel Zeit. Obwohl, das lassen wir lieber so. Sonst ist das zu blöd. Fortsetzen.
Wir sind im 9. Jahrhundert. Längst sind die Lichter des Römischen Reiches erloschen, absorbiert von der Flut der Zeit. Und doch bleiben noch einige Jahrhunderte bis zum goldenen Zeitalter der Ritter und Prinzessinnen. Es ist eine brutale, dunkle und rücksichtslose Ära der rohen Gewalt und des Überlebenskampfes, in der Männer jede Nacht ins Bett gehen und dafür beten, einen neuen Tag zu erleben. Es ist das Zeitalter der Wikinger, der irischen Clans, des Aufstiegs von Wessex und der Entstehung des Königreichs Alba. Es erwartet dich. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, die selten auch vorkommt in... Das ist die Übergangszeit zwischen Rom, Ende Roms und Anfangs des Mittelalters. Das ist eigentlich schon das frühe Mittelalter, sehr frühe Mittelalter. Oh. Entschuldigung. Aber so ist das. Fortsetzen. Ethnizität. Angelsächsisch, Fremder, britisch, irisch, friesisch, nordisch oder angelsächsisch. Auf was wollt ihr euch denn hier anlegen? Mein Favorit ist nordisch. Wir haben natürlich auch friesisch. Das wäre eigentlich das eher, was bei uns am nächsten kommt. Hier gibt es, glaube ich, nichts Germanisches. Oder Ex-Germanisch. Wir haben natürlich noch angelsächsisch. Ja. Das geht natürlich auch noch. Aber ich würde eher auf nordisch tippen. Wir wollen so die klassische Wikinger-Geschichte erleben, glaube ich, oder? Ich glaube, dafür sind alle. Sind es 100 Melonen Grad? Friesisch, irisch. Was? Ihr wollt alle nordisch haben? Ach so, britisch. Nordisch, nordisch. Ach, Katzenchaos und noch so viele rufen nordisch. Ah. Ah, geht doch. Siehst du? Zu viele rufen nordisch, da muss ich das halt auch nehmen. Geschlecht männlich. Größe normal. Alter, wir sind schon eigentlich am Ende unseres Lebensalters angekommen. Bei diesem Zeitalter definitiv bin ich schon dem Tode nahe mit meinen 33 Jahren. Persönlichkeit, Sanguinika, heiter, aktiv, passiv, schwerfällig. Ich glaube, zu mir passt heiter, aktiv, schwerfällig. Ja. Traurig, nachdenklich, reizbar, erregbar. Es trifft alles bei mir zu. Ich kann manchmal ziemlich reizbar und erregbar sein. Dann werde ich so zu einem Kurzcholeriker. Und dann werde ich ganz schnell traurig und nachdenklich, passiv und schwerfällig und dann wieder traurig. Und dann bin ich wieder heiter und aktiv. Ja. größte Tugend, Weisheit, ganz bestimmt nicht. Tapferkeit, Mäßigung, Gerechtigkeit. Ich bin ja eigentlich eine gerechte Person, aber wir sind Wikinger. Wir können auch gerechte Wikinger sein. Ich meine, das ist ja unser Job, zu vergewaltigen, plündern und brandschatzen. Ich meine, ich muss ja meine Familie durchbringen, das ist auch gerecht. Beruf des Vaters. Gesetzloser, Adliger, Händler, Handwerker, Priester, Bauer oder Gesetzloser. Was wollt ihr? Es hat alles Bonis. Wenn man Adliger nimmt, bekommt man bestimmt Bonis auf Gefolgschaft. Und Leute, da würde ich doch lieber auf was gehen, was uns was bringt. Also Adliger. Ich wette, die meisten posten jetzt, gesetzlos, das ist cool. Genau wie Piraten. Ne? Piraten und Gesetzlose sind doch cool. Gesetzlose und Piraten sind furchtbar. Das sind Gesetzlose, die Leute abstechen. Das ist kein Beruf. Während der Kindheit gelernt. Landwirtschaft, Kampfkünste, Handwerk. Kampfkünste. Redekunst ist, glaube ich, auch ganz gut. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Mein Volk braucht mehr Raum. Ach, das war ein anderer. Aber der war auch wohl ganz gut im Reden. Adliger. Jetzt sind wir beim nächsten. Jetzt warte ich mal. Ihr müsst ja ein bisschen nachhängen. Oh, ich trinke gerade. Oh, ich trinke gerade. Minus L Milchdrink. Schokoladengeschmack. Oh, das ist ja. Handwerker? Patrick, was ist los? Warum den Handwerker? Kampfkünste oder Redekunst? Was? Sie wollen Kampfkünste haben? Berufung, Grundbesitzer? Oh ja, das ist auch wichtig. Religion, Heide oder Christ? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also ich weiß, was ich wählen würde. Ah. Meine Güte, der Stream hängt aber ganz schön nach heute. Jetzt seid ihr erst bei Redekunst angekommen bei mir im Chat. Handwerk.
Ist der Chat irgendwie super langsam? Heide, sehr gut, guck mal an da. Heide. Oh, Jupi, lang leben die Christen. Ich glaube, die Heiden haben gewonnen. Odin! Aber das Christentum bei den Wikingern auch eigentlich ziemlich gut angenommen wurde. Ein paar wurden hingerichtet, aber im Großen und Ganzen ging das da ganz gut, glaube ich. Heiden! Das Heidentum ist sowieso eigentlich viel interessanter. Lebenslauf. Du bist ein Erwachsener. Du befindest dich in einem Alter, in dem du bereits viele wichtige Erfahrungen gesammelt hast und guter Gesundheit bist. Laut der uralten Temperamentenlehre Galens ist deine Persönlichkeit Sanguica. Sanguinica. Ich kann lesen. Sein Element ist Luft und seine hippokratische Körperkraft ist das Blut. Er wird als optimistisch, fantasievoll, künstlerisch und fröhlich, gesellig, rational und genussorientiert angesehen. Aber das bin ich ja. Ich bin auch. Oh ja. Diese Menschen sind ebenfalls vergesslich, impulsiv und unvorhersehbar. Oh ja, das bin ich auf jeden Fall. Und das hier auf jeden Fall. Also ich bin definitiv das hier. Also das beschreibt mich echt gut. Nach den vier anerkannten Kardinaltugenden, die man in den Schriften der Antike wiederfindet, zeigst du am häufigsten Gerechtigkeit. Die symbolisiert die Achtung des Gesetzes und fördert das Belohnen von Gutem und das Bestrafen von Bösem. Ja, schon. Ist halt so. Ich bin ein gerechter Mensch. Auch wenn ich dann auch öfter an mich denke, aber ich hasse es, wenn jemand ungerecht behandelt wird, ja? Besonders wenn es irgendwelche Politiker sind oder Leute, die Oberwelt stehen, am längeren Hebel sitzen. Das ist ja immer noch in unserer heutigen Welt exzessiv krass, ja? Die Leute am längeren Hebel sitzen. Du bist ein Wikinger, ein Mitglied der heidnischen Völker, die in Skandinavien heimisch sind und die Künste Europas überfallen. Du wurdest vor einem Jahr als Kind eines verarmten Adligen geboren. Du kamst als Sohn einer einflussreichen Familie auf die Welt, die dem Untergang geweiht war. Inzwischen habt ihr keine Ländereien mehr und nur das Haus, in dem du wohnst, blieb. Auch als Besitztum. Allerdings haben dir deine Eltern trotz ihrer Not eine gute Ausbildung verschafft und dich seit Jahren auf die Chance vorbereitet, ein Gefährte des Königshauses zu werden. Deine Familie hat an die skandinavischen Götter geglaubt. Du hast alle Geschichten in dich aufgesogen, welche bis in die Nacht hinein während der Versammlung um die Feuerstelle erzählt wurden. Du bist ein treuer Gläubiger, der die alten Traditionen vertritt. Deine Verehrung gibt allen Göttern, was ihnen gebührt. Odin, der Hauptgott. Thor, der Gott des Himmels und des Donners. Freya, die Göttin der Liebe. Du hast deine Jugend als Knappe in der Halle eines Adligen verbracht. Du wurdest ausgewählt, der Gefährte eines der reichsten Adligen des Königreichs zu sein. Daher wurde dir ein Platz in der Halle gegeben. Die erste Lektion, die du im Dienst der älteren Mitglieder des Hauswesens gelernt hast, ist Bescheidenheit. Zum Ausgleich gab es allerlei Unterhaltungen. Schachspiele, Tratsch und Baden, die Geschichten von großen Taten und der Liebe erzählten. Am meisten hat dich die Welt des Konflikts und des Wettbewerbs angezogen. Du hast mit den Kindern gefährliche Spiele gespielt, indem ihr eure Stöckchen in Form von Schwertern geschlagen habt. Durch solche Spiele hast du unbezahlbare Erfahrungen für dein jetziges Leben gesammelt. Ah, schon hier, das ist doch schon Ende. Früher warst du ein freier Mann und außerdem Herr über ein Stück Land. Das bedeutet, dass du es zumindest leichter als die Diener hattest. Du hast einige Diener gehabt, die dir bei der harten Arbeit halfen. Da du nicht viel Land besessen hast, musstest du immer noch eine Reihe von Aufgaben erledigen, die normalerweise Aufgaben von Bauern waren. Du musstest deinen Fürst Pacht zahlen und hast die Arbeitsleistung für das Land geschuldet. Wenn der Fürst in einen Krieg verwickelt war, musstest du als Fußsoldat dienen. Zu diesen Zeiten warst du auf dem Schild und dein Speer angewiesen. Okay. Ein Banner aussuchen. Hatte ich ihn nicht. Ah, guck mal. Das ist ja ein Zufall. Das sieht uns ja sehr ähnlich. Wir machen realistisch. Kein Abbruch ohne Speichern. Oh Gott. Das wird übel. Wie nennen wir uns denn? Aldemar der Schreckliche? Aldemar der fast Schreckliche? Aldemar der überaus Schreckliche? Aldemar der beinahe Fiese? Hallo Hansemann. Hallo Ziegelsteiner. Hallo Darth Chewie. Hallo D-Master 1.
cooler YouTuber. Upsch, ich weiß. Yo, der Beste. Bin der beste YouTuber. Bastian Dressel. Dustin Dressler. Heide. Achso, Finn. Ist auch da. So, machen wir erstmal. Wir gehen erstmal auf Anführerschaft. Wir haben schon 5. Das ist eigentlich schon ganz gut. Dann wollen wir mal gucken, dass unsere anderen Sachen auch ein bisschen gepusht werden. Wir brauchen auf jeden Fall Waffenwartung. Aufklärung, Wege für den Inventar, Chirurgie. Oh, krass, das kommen wir schon ziemlich hoch. Lassen wir mal auf, lieber auf 4. Tödliche Wunden, Wundbehandlung. Erste Hilfe 1. Seekönig. Seekönig, diese Punkte in dieser Fähigkeit. Kannst du kommandieren, kannst du nur 1. Navigation 1. Weil wir Schiffe haben, dann will ich das wenigstens können. Waffenmeister, Athletik. Boah, wir haben ja schon echt viele Punkte. Ausbilder brauchen wir auf jeden Fall auch. Müssen wir ein bisschen gleichmäßig machen. Ach so, scheiße, habe ich vergessen. Können wir auf Bogen gehen. Oh, lieber so, da haben wir ein paar Punkte extra. So, machen wir erstmal nochmal. Hier, Überzeugungskraft bleibt auf 4. Erste Hilfe bleibt auf 2. Chirurgie. Wundbehandlung. Aufklärung. 1. Sichtweite ist auch wichtig. Plündern ist auf 0. Müssen wir auch mal erhöhen. Aber wir haben ja noch genug Level vor uns. Wir gehen auf Einhand und Bögen. Einen schönen Abend, Kashi Sim. Da ist unser erster. Achso, Name. Aldemar der Gott, Aldemar der Narbige. Der ist auch gut. Aldemar, der aus dem Wald war. Aldemar HD war ein weit verbreiteter Name in der Wikingerzeit. Habe ich auch gehört. Ne, Aldemar ist tatsächlich ein nordischer Name. Also, Aldemar der Ausbeuter. Aldemar und... Aldemar, Sohn des Archie. Aldemar der Bärtige. Aldemar der Schreckliche, Vergessliche. Ja, der ist gut. Der... Das ist zu lang. Der. Aber der Schreckliche, Vergesslich, der... Aldemar, der Vergessliche. Einen Moment. Oh, super. Ach ja, ihr seid mir welche. Aldemar, der Vergessliche ist gut. Das passt halt auch. Fertig. Wow, es geht auch irgendwann mal los. Ach so, Gesicht. Haut. Irgendwas. Guck mal, der sieht aus wie der von Avatar hier, der. Der nette Mann. Guck mal, sieht aus wie Lincoln. Ich brauch mal meine Standardhaare. Ich glaube, die haben sie auch. Und jetzt bitte keine Vergleiche mit der Fernsehserie Vikings. Das ist nur Hollywood-Mist. Die Kostüme waren aber toll. Das war auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also da kann man denen alles sagen. Oh, der sieht schartig aus. Die sind alle sehr jung. Wir brauchen so einen abgefuckten. Ist wichtig. Mach mal die Bösen. Ich sehe dich genau an, Junge. Du Milchbubi. Ching Chong. So. Kaputte Nase. Eng zusammen. Sehr schön.
The Last Kingdom ist Killer auf Netflix. Auch schrecklich. Kann man, also eben seine, aber ich finde Kingdom ist auch ein, auch sehr schlecht. Also das ist schon, das Vikings eigentlich besser. kann man beides gucken. Ne? Ist halt blöd, wenn man von Kingdom die Bücher kennt, die Uhtred-Saga oder Saxon Story. Es ist schon sehr schlecht, die Serie ist schon sehr schlecht gemacht. Die Charaktere sind alle ziemlich verhunzt und der Hauptcharakter sieht aus, als wenn er mit einer Leggings durch die Gegend läuft, mit einer Strumpfhose. Ist schon sehr schlimm. So, fortsetzen. Die Sandmarkt-Modus gibt ihr bla 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 bla. Gut, geht schon los. Krieg, 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 Krieg. So. Die Musik ist ein bisschen nervig in einer Zeit, deswegen, la. Gibt halt nicht viel Geräusch hier. So. Ja, hier sind wir. Wir sind in... Oh, scheiße, wo sind wir denn? In Norwegen, ja? Nee, halt, warte mal. Doch, wir sind bei Norwegen. Alles gut, wir sind bei Norwegen. Achso, wir sind ganz unten. Alles klar. Fähigkeitswarnung. Ja, ja, ich weiß. Guck mal, unser Banner ist auch hier. Das hat auch gut funktioniert. Kann ich nochmal meine Kamera drehen? Q und E? Ich hab's vergessen. Irgendwo ging das. Ich hab's echt vergessen. Hallo Uwe! Hallo Nordic Evil! Wie geht's euch? So, Tunz bei Ost. Wie kann ich nochmal eine blöde Kamera drehen? Ich hab's voll vergessen. Mal aus hier. So, Vergrößter, ja, Auswählen, Kontextmenü. Kartensteuerung, WASD. Kann mir jemand die Tasten sagen? Das gibt's doch nicht. Ladida, lada. Warte mal, da muss man gar keinen Knopf drücken, oder? Ging auch so. Panzerpalawan! So, da ist ein Lord. Konungur Harald Haldfarsons Trupp. Königreich Norwegen. Du könntest natürlich Norwegen anschließen. Oder wir schließen uns den Dänen an. Die Dänen waren ja die eigentlich Wikinger, die ganzen Hauptstreifzüge gemacht haben in England. Also den ersten Danelag und so. Das sind die, glaube ich, bei... Das erste ist ja Lindisfarne. Das ist... Warte mal. Wo war denn Lindisfarne? Das war dieses... Da ist es! Haha, gibt's jetzt sogar hier. Lindisfarne, das war das Kloster, was die wirklich niedergemacht haben. Und das Bebbanburg. Bebbanburg. Das ist auch, kennt ihr, wer auch The Kingdom die Serie kennt oder die Bücher? Ne? Ich bin Uhtred von Bebbanburg. Uhtred Ragnarsson. Möde die Nornen des Weltenbaums Yggdrasil. Meinen Faden, lachend warten, dass sie meinen Faden durchschneiden. Und ich glaube, der erste Danelag war hier, ne? Das ist Dingesbummens. Ich hab's vergessen. Ostanglien? Die sind, glaube ich, hier irgendwo gelandet. Und hier oben sind es auch rein. Das war der erste. Und der zweite war, glaube ich, hier. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da sind sie irgendwo hier gelandet. War das bei... ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich hab's vergessen. Irgendwo da. So, okay. Sehr interessant. Auch die Zeit Alfred des Großen und so. Einigung Englands. Müsst ihr euch vorstellen, ja? Da kommen die Wikinger, terrorisieren sich hier. Die haben auch sich immer direkt angesiedelt. Ne? Nordumbrien, das war ja später in Wikingerhand auch. In Ostanien zwar auch, aber die waren eher gemessen. Die haben sich direkt niedergelassen und waren eigentlich auch direkt gechillt, ja? Da gab es halt dann öfter noch Krieg und hier mit Wessex. Aber Wessex hat es halt irgendwie geschafft, England zu vereinigen. Müsst ihr euch vorstellen. Ewig Krieg gegen Wikinger und alles Mögliche. Und dann haben sie endlich England vereinigt. Und dann kommen die Normannen. Kommen die Normannen aus der Normandie. Ja, das waren quasi auch wieder Wikinger, die aber quasi da so lange geliebt haben, dass sie dann später Normannen genannt wurde. Weil die halt aus der Normandie kamen. Ich weiß, irgendwie so war das. Und dann sind die gelandet und haben alles platt gemacht. Und dann waren die Herren von England. So. You met this? I met this. So, okay. So viel dazu. Los geht's. Was wir machen müssen? Wir brauchen Kohle. Und. Freiwillige. Guck mal, wir haben schon welche vielleicht, aber. Guten Tag, der Herr. Willkommen bei Tunsby Ost. Ich bin der Älteste des Dorfes. Ich bin.
Habt ihr irgendwelche Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte? Wir müssen uns einschleimen. Ich glaube nicht, dass uns jemand folgt. Ich möchte Vorräte kaufen. Gibt es denn vielleicht einige junge Recken, die... Ich bin Anführer der Gegend. Es war klug von dir, mich zu fragen. Du siehst wie jemand vernünftig aus. Lass uns verhandeln. Verhandlung, ha! Finde selbst zu Freunde, du kannst mich nicht als bezeichnen, damit das Gespräch beendet, lieb wohl. Ja, das war's. Dann dürfen wir nichts von ihm haben. Triff den Anführer. Wir haben unter einer Gruppe Banditen zu leiden. Die stehlen Nahrung und uns Vieh und töten jeden. Das können wir nicht machen, weil ich krieg keine Leute von dir. Dann würde ich mich hier um deine blöden Banditen kümmern. Aber das willst du ja nicht. Ne? Das hat das Problem. Arsch. So, da haben wir hier einen Lord. Da ist er. Komm, wir fragen ihn mal was. Komm her. Gunnugr Harald. Ist das der König? Tunsberg. Komm her. Ich heiße alle... Hätte man Bärdings. Ich heiße alle mal der Vergessliche. der sieht etwas matschig, ja. Hallo, Esch Enkra. Das Banner ist Alec, aber ich erkenne dich nicht. Wisst ihr, auf der Suche nach guten Männern bin, die für mich kämpfen. Ich könnte mich denen anschließen. Ich bin gekommen, um euch als treuer Vasall zu dienen. Ich dachte, man kann sich dem irgendwie anschließen. Ja, ihr könnt in der Tat etwas für mich tun. Berichtet nur noch eine Gruppe von Wegelager versteckt in diesem Gebiet vor Zone Reiseangriffen. Wir müssen erstmal Leute holen. Das ist jetzt erstmal wichtiger. I'm back. Das ist true. So, okay, komm, wir gehen mal hier nach Tunsberg. Besucht die alle. Straßen, Miet, Gelände, Marktplatz. Ich glaube, hier können wir auch irgendwo anheuern. Wir nehmen erstmal die Metalle. Hallo? Donnochat. Du bist nicht sehr gesprächig, oder? Ich bin der Mann der Tat. Wenn du einen Mann mit Worten willst, such einen Priester. Was du wissen sollst, ich bin Donnochat von Dahl, Riatta. Heißt, dass ich Schotte bin. Ach, er ist Schotte. Es gibt keine Pikten in diesem Schildwall. Ich könnte vielleicht eine zusätzliche Hand gebrauchen. Da bin ich der Mann. Frag mich nicht zu viel, aber es gibt meine Axt und Schild und lass mich in die Arbeit machen. Sehr schön. Na gut, dann wäre freut mich, dich bei uns zu haben. 300 Pfennige will der haben. Meine Güte, aber nehmen wir mal mit. Der kostet mich ja dann nie wieder was. Buchhändler. Ein aquitanische Dingensbummens. Ich höre Kindergeschrei. Fröhliche Witwe. Guten Tag, mein Fürst. Ich sehe dich nicht proaktiv an. Ach so. Die Moral meiner Männer verbessern. Ich sehe schon. Betreten des Übungsgeländes. Da können wir uns ein bisschen boosten. Warte eine Weile, also uns zum Hafenschiff ansehen. Ne, wir gehen erstmal hier raus. Kommen wieder, keine Sorge. Das sind 10 Deserteure. Das ist nicht unser Ziel. Wir müssen noch zu den Dörfern. Wir müssen uns einmal einschleimen. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben noch 600 Pfennige, ein bisschen Brot und Dörrfleisch. Also, was mir nicht gefällt in diesem Spiel, ist hier das Overlay. Man erkennt alles so schlecht. Bei den vorigen normalen Mountain Blades sieht man das alles viel besser. So, rekrutieren Freiwillige. Ich kann das Dorf vor Schaden schützen. Gibt es hier streunende Hunde? Hä? Da. 300 Pfennige. Scheiße, der wollte ich nicht bestechen lassen. Das gibt's doch nicht. Ja, so viel dazu. Vielleicht hätte er ja eine Aufgabe in dem Film machen können. Eine einfache. Sowas wie... Ne, da müssen wir den Lord fragen, glaube ich. Boah, wie hübsch die Orte hier aussehen, oder? Sieht alles viel hübscher aus als im Vanilla Game. Warte erstmal ab, wenn Bannerlords da ist. Genau, Normannen sind ehemalige Wikinger, die sich niedergelassen haben in der Normandie. Der nie eine Zeit gesehen. Wir haben eine Gruppe von Banditen zu leiden. Die stehlen unsere Nahrung und Vieh. Ach ja, gut, komm, dann machen wir das mal. Wir werden das nicht überleben. Mann, ich weiß einfach nicht, wie ich mich bei ihm einschleimen kann. Ich hab mal Let's Play angefangen. Deserteure, 10 Stück. Wähle ein Ziel. Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche kein Ziel. Gehöft.
6 Plünderer. Wir sind aber nur zu zweit. Das ist halt blöd. Alter, sind hier viele. Pony. Ist aber kein Pony. Doch, es ist ein... Guck mal hier. Ein fälliges Pony. Oh, Benelux wird super. Cool, kann ich das Gehöft auch irgendwie bekommen oder so? Ich meine, 4 Plünderer müssten wir ja wohl schaffen, oder? I'm gonna break your legs. Nice and slow. Ich fürchte euch nicht. Stellt euch zum Kampf. Los geht's. Ich glaube, am Anfang haben wir nur den Speer. Das ist leider blöd. Mit dem kommen wir leider nicht so weit. Wir haben Wurfspeere, ein Messer. Mit dem kann man ganz gut kämpfen. Aber mit dem Speer kann man den Nahkampf eigentlich ziemlich knicken. Ja, ein paar Wurfspeere, die müssen wir noch benutzen. Bleib hier! Wir müssen ihn irgendwie... Donnchat! Wir müssen ihn umbenennen. Denken wir schon mal einen Namen aus. Komm, wir nennen den Uwe. Hä? Der Uwe. Der Uwe, der... Mac... Uwe Mac... Mechhofe. Ja, wie wäre das, Uwe? Bist du hier? Ich habe ja beim U-Boot-Fahren auch alle benannt, aber leider ist bei U-Boot der Safecam wieder hinüber. Wegen den ganzen Patches. So. Wo sind die denn? Ich hoffe, du schaffst das, Junge. Die Linie halten, Männer! Halten! Oh, shit. Angriff, Angriff, Angriff! Oh Mann, voll daneben. Na toll. Oh shit, das gibt's doch nicht. Voll gegen meinen Kopf. Tja, das war die erste Runde. Haben wir gut gemacht, ne? Ich bin befangen, hab Pfennige verloren und willkommen in der Zeit der Wikinger. Das geht ja nicht. Das ist echt, das ist so hart am Anfang irgendwie Leute zu kriegen und ich kenne mich halt in dem Spiel nicht aus. Wir müssen uns einfach irgendwo nach Tagen der Peinigung, bla bla bla. Okay, haben wir noch alle, der Ding ist auch noch dabei. Wir haben unser Messer verloren. Wir sind nackt und willkommen bei Viking Conquest. Wir brauchen Leute. Ha! Das geht! Es gibt aber niemanden. Es gibt hier niemanden! Ach ja. Oh, toll, da sind wir wieder. Ja, da müssen wir jetzt versuchen, irgendwie Lords zu finden. Für die wir eine Mission machen können, wie Briefe hin und her tragen. Damit ich mir nochmal neue Kleidung kaufen kann. Okay, wie ist kein. Da hier ist Ingwild, Dörfler und heidnischer Priester. Ich bin einer mal der Vergessliche. Gunstgewinn? Nee. Okay. Irgendwann finden wir die schon. Das gibt's doch nicht, ey. Oh. Tunz bei West. Tunzberg. Tunzberg. Vielleicht müssen wir noch weiter in den Norden. Scheiße, die Aufgabe. Ja. Die wird sich wahrscheinlich erledigen. Ich muss mit dem Schnellknopf aufpassen. Oh. Da. Ich bin einmal der Vergessliche. Bla bla bla. Vielleicht solltet ihr euch jetzt euer Banner nehmen und euer Vieh und Aufgabe. Ah, ich muss gut Haraldsson im mutanen Ragland auf Feld im Brief schicken. Ah, sehr schön. Oh. Ja, gut rum. Der befindet sich wo? Wir machen nur so Quests jetzt erstmal. Und hoffen, dass ich mir nochmal Kleidung holen kann. Ich glaube, das ist unser erstes Ziel. Zu ja, bla bla. Und er befindet sich... Hallo? Hä? Versteht doch so, man wurde zuletzt gesehen bei bla bla bla.
das gibt's doch nicht. Hallo? Wo ist denn hier? Da steht doch sonst immer, wo man ihn findet. Okay, ja, gut, Horn. Ja, gut, Tom. Rogaland, okay. Nein, ne, sag nicht! Aber der ist doch ein Dingens, der muss hier sein. Ach, da, ich dachte schon. Gunro Eirik. Bilde im Dorf die Wohnung aus. Kämpfe hinterher gegen die Banditen und Lute. Ja, ich brauche aber erstmal welche. Kajuts, gib mir noch einen Tipp, wie man am besten die Leute bekommt. Ich kenne das nur mit dem Bestechen. Ich kenne momentan noch keine andere Methode, wie man gut hier Rekruten bekommt. Aber ich habe ja kein Geld. Ist der hier? Der ist er, Gott sei Dank. Ich bin einer meiner Vergessliche, bla bla bla. Kein Geld? Ich schließe mich dem Königreich Norwegen an. Perfekt, natürlich können wir vorher den formellen Treueschuh ableisten. Wie ihr wünscht, eure Feinde sind noch meine Feinde. Cool, jetzt schließen wir uns den an. Nun schlage ich vor, dass ihr euch in den nächsten Feldzug vorbereitet. Trainiert und wappnet eure Männer im Zwischenzeit so gut wie möglich. Warum meldet euch an der Stelle und dienst ihr bla bla bla. Schenke Kriegerringe und Armbänder im Wert von 5000 Pfennige. Schenke Kriegerringe und Armbänder. Ist keine Ansicht der Marsche unseres Reichs werden. Bla bla bla. Bin ich jetzt. Gehöre ich jetzt den an? Gut, da müssen wir uns jetzt erstmal. Ja, wir sind immer noch nackig. Wir sehen auch sehr beeindruckend aus. So, also. Ach so, bilde die Bauern von Tunz bei West gegen die Banditen aus. Ach nee, Entschuldigung, Kaio, habe ich nicht gelesen. Ach so, Entschuldigung, nee, tut mir leid, natürlich. Ich dachte, ich soll Banditen töten. Das macht natürlich mehr Sinn. Ja, ich dachte, nee, ich sollte die suchen. Entschuldigung, da habe ich die Quest jetzt total verwechselt. Du hast ja natürlich völlig recht. Oh Mann, ich Trottel. Ich hab mich richtig gelesen. Alter, mal der Vergessliche. Das ist doch eine. Das ist eine Burg. Ich habe eine Sache, ob wir mir helfen können. Jetzt ist unser Schurke namens Tütwulf. Das können wir machen. 3 von 4. Müssen aber zu einer Stadt. Und zwar nach Tunsberg am besten nochmal. Wir machen ohne Ende Questen hier. Einer meiner Vergessliche. Okay, Tunz bei Ost. Tunz bei West, Tunz bei Ost, okay. Der ist natürlich. Nee, was? Ja, ich brauche hinterher den Loot. Ja, ich wusste es nicht mit dem Ausbilden. Aber das muss ich dann auch gewinnen, ne? Das Ausbilden hier, der Typen ist, endet meistens in der Niederlage, weil da kommt eine richtig krasse Truppe und die metzen alle nieder. Soweit ich weiß. Ja? Also ich habe das schon ein paar Mal probiert. Ja, ja, komm, ich brauche keine Tipps, ich bin der Beste. Haben wir ja gesehen. Ich brauche mir trotzdem bitte ein Hemd, das sieht so schäbig aus. Oder ein Messer. Das ist aber alles so teuer. Wir haben 300 Pfennige. Warte mal, hier unten haben wir doch irgendwo so ein. Oh Gott, ist das teuer. Dann bleiben wir lieber nackt, oder? Der Speer muss weg. Der ist scheiße. Und die Wurfspeere brauche ich auch nicht. Glaub mir, diesen Müll. Ich brauche irgendwas Kleines. Ein Knüppel wenigstens. Guck mal, 553. Viel zu teuer. Ich glaube, ich weiß es nicht, was ich da gerade tue. Wir haben uns einen Knüppel gekauft.
Ah, so, dann holen wir mal hier die Steuergelder. Ah! Weil dieser Türe, meine Güte. Ach ja, warte mal. Ich soll doch hier. Ah, das war hier. Zustehen. Treib Steuern ein. Ich meine, danach wäre ich bestimmt reich genug. Das war's? Mehr Pfennige sind das nicht? Der Trupp verliert 5 Moral. Scheiße, müssen wir mal ein bisschen schlafen. Im Ernst? Kommen die sauren Bauern? Ja, das ist ja easy, aber dann kommen die Bauern. Aber wenn die Bauern verlieren, was mache ich dann? Soll ich mich aus der Schlacht verpissen? Weil es kommen ja Banditen, definitiv. Und jetzt kriege ich wieder eine auf die Fresse. Steuerntreppe mit Knüppeln. Nächster Freundchen. Oh. Was haben wir? Die kommen nochmal. Leider ist es nicht für uns das Geld. Och nö. Das gibt's doch nicht. Leute, ich will doch noch Steuern eintreiben. Hallo? Greif an! Nein! Naja, ich bin ja schon nackt. Nackt, da geht's nicht. Aber ich werde immer... Ach, okay, ich kann immer noch eintreiben. Das hört sich sehr leicht für dich an, Kayo. Du redest aber auch von Viking Conquest, richtig? Oder redest du von Mountain Blade? Du wirst es ja gleich sehen. Wenn du mit dem Charakter einigermaßen umgehen kannst. So, dann gehen wir jetzt mal zurück. Okay. Die mögen mich bestimmt jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo der Lappen ist. Das war, der ist bei Rogaland. Steuern, das muss zu Hesir Kettel Bjornsson. Dann gehen wir mal gucken. Irgendwo sind die schon. Ja, gut. Du kennst doch nicht Viking Conquest. Das ist. Hart, ja? Das Vanilla Mountain Blade ist ja was ganz anderes. Also das ist wirklich easy im Gegensatz zu Viking Conquest. Ich habe Calradia befreit. Also, kenne ich den Unterschied. Es ist schon echt übel. Macht mir Wettenstreit. Wettstreit. Oh, da können wir Kohle machen. Wenn wir gewinnen. Jetzt habe ich was. Warte, wir gucken erstmal. Oh, es geht gerade nicht, weil sie kämpfen. Oh Mann. Einfindig verloren. Ich übernachte hier mal kurz.
Oh Mann, das gibt's doch nicht. Zu wem müssen wir denn hier? Hesti Kattel Björnsson? Das war doch der Ketel. Okay, dann müssen wir warten, bis einer rausgeht. Hesti Kattel Björnsson. Ich hab einen neuen Stuhl. Der alte war tot gesessen. Hab ich umgetauscht. Die Leute dachten so, was... Der ist aber älter als 2 Jahre wegen der Garantie. Das sind sie alle. Der ist einfach tot gesessen, habe ich gesagt. Er sitzt ja den ganzen Tag drauf. 24/7. So. Wegen der Aufgabe. Dieser Frieden mit Königreich hat. Hä? Diese Frieden mit Königreich Lidl passt mir nicht, alte Mann, vergessliche. Wir haben diese Schweine. Hä? Ihr habt das Recht, mein Herr. Was können wir tun? Wenn versteht, dann können alte Mann vergessliche und können ihn provozieren. Nein. Oh Mann. Ich kann es nicht machen. Jetzt hasst er mich, oder? Das ist der falsche. Hesir Björn Kettilsson. Nee, warte mal. Das ist der falsche. Hesir Ketil Björnsson. Scheiße. Da ist er doch. Stehen bleiben. Was ist das cool mit dieser Armee? Wuhu. Was? Ich krieg 1000. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin der reicheste Mann auf dieser Welt. Okay, das haben wir schon mal. Gehen wir nochmal zurück nach Tunsberg. Ja, keine Sorge, Rico. Geht bald weiter. Ich muss mich... Es ist nur sehr heiß. Und ich warte mal auf abends. Und ich fange gerade momentan ganz viele andere Projekte an. Leider sind immer manche werden immer zu schnell langweilig. Aber Alien ist halt ein Projekt, was ich immer mal... Also es wird definitiv zu Ende gespielt. Aber... Es kann sein, dass immer mal... Es gibt immer nur alle 2 Tage Folgen. Es kann aber sein, dass gerade keiner auf Tasche liegt. Deswegen muss ich mal gucken. So. So, wie viel Geld haben wir? 700 Pfennige. Ich sollte mir jetzt keinen Müll kaufen. Wir müssen jetzt einfach Leute ausbilden. Weil ich selbst zum Kampf hier einfach wirklich nichts tauge. Aber andererseits, das ist auch ein Problem. Ich muss mal überlegen. Geh jetzt mal in die Metalle. Vielleicht finden wir noch ein paar... Du kommst mit. Du kommst auch mit. Nee, ist keiner, leider. Übungsgelände, Marktplatz. Ich würde schon gerne irgendwie... Oh, mal ein neues Hemdchen tragen. Aber es sind halt 200 Pfennige. Ich kann das nicht einfach ausgeben. Ich sterbe dann sowieso. Also eine kleine Axt wäre auch schon nett für 500. Aber dann bin ich auch schon wieder pleite. Wir brauchen die Pfennige. So, also. Wir haben noch eine Quest. Und zwar mit dem Ausbilden. Turnier auf die Falken zur Strecke bringen. Das können wir machen. Das ist bei Rogoland B. Guck mal, ob hier noch ein Adliger ist. Nee. Wir machen noch mehr Quests. Ja. Wir müssen uns bei den ganzen Adligen einschleimen. Und sobald ich irgendwann normal, jetzt wollen die mich echt haben, weil ich Kohle habe. Hier ist Geld. Okay. Mein Einfluss hier ist enorm. Natürlich wird deine Zeit und Einfluss belohnt. Oh ja, scheiße. Jetzt haben wir... Ach, scheiße. Jetzt haben wir ja... Jetzt können wir aber... Ja! 6 Stück! Haha! Wir haben 8! Flieht, ihr Narren! Ich bin bewaffnet mit nackten Typen mit Knüppeln. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hätte schon gerne ein paar Typen knüppeln. Aber kann ich hier kurz warten? Bildet die Bauern aus. Komm, dann machen wir das jetzt mal gerade. Ihr werdet sehen. Am besten Rekruten aus. Ja, Söldner sind viel zu teuer. Hallo, Ole! Der große Krieg ist ja alle mal. Beginnt der Übungskampf. So, machen wir mal. Oh, wie hübsch das hier ist, oder? Guck mal, mein Buddy, ist der nicht stark? Ja, warum nicht? Ein paar Rekruten. Kann ich jetzt nämlich gebrauchen, wenn wir hier gleich Action haben.
würde mich ja eigentlich eher Königreich Dänemark anschließen, aber was soll's. Pizza ist da. Guten Appetit! Bilde die Bauern aus. Hallo, Bastian Steinmann. Wir müssen jetzt erstmal den... Uwe, bist du da? Habe ich eben schon mal gefragt. Ist Uwe wieder weg? Gibt Übungskampf. Du sollst nicht so viel ausgeben. Ja, ich musste aber... Ich habe doch gar nichts ausgegeben. Ich musste den Typen bestechen, damit ich die überhaupt bekomme. Ich habe ja keinen Cent ausgegeben, außer für den Holzknüppel, damit ich eine Waffe habe. Aber ja, danke für den Tipp. Ich muss sie noch ausbilden, das ist mir klar. Dafür habe ich wahrscheinlich sowieso kein Geld. Deswegen, ich bin froh, dass ich überhaupt Leute an meiner Seite habe. Oh, scheiße, das gibt's doch nicht. Wenn mich ausmanövriert. Das gibt's doch nicht, chillt er mich. Ah. J-Man ist... Wenn dein Angriff mit einem Angriff pariert wurde. Es ist so warm. Beginn den Übungskampf. Ist immer der gleiche. Ich sollte einfach... Das soll nicht. Das gibt's doch nicht. Die werden besser. Oh. Ist das dein Sack? Nee, ist seine Faust in seinem Schritt? Oh, da kommt, siehste, als ihr euch der Fortführung der Ausbildung bereit macht, kommt ein Wächter aus dem Dorf unter Alarmgeschrei herbeigerannt. Alarm, die Banditen wurden im Horizont gesichtet, beim scharfen Ritt nach Tunz bei West. Der Älteste bittet euch inständig, sich mit eurer Neuungsmiliz anzutreffen. Macht euch bereit zum Kampf. So. So, wir haben hier einen Haufen Bauern. Stell uns mal lieber hier auf. Divisionsplatzierung. Ne, ist ja hier so. So, das sind meine. Die tun sich nicht wirklich unterscheiden von den Bauern. Division, bitte meine zuletzt. Ja, bitte, danke. Pass auf, da hinten kommen ein Riesentrupp. Lappen. Im Wasser, ich kann das nicht richtig sehen. Ich habe einen Knüppel, bin nackt, habe ein Schild. Frisur hält. Okay, es könnte schaffbar werden. Ja, U-Boot machen wir noch, aber das ist so verbuggt. Wir müssen einfach noch ein paar Updates abwarten. Okay, es geht los. Wir werfen jetzt erstmal alles, was wir haben. Erstmal Steinschlacht! Und Angriff. Angriff! Valhalla! Geschafft! Ging ja doch besser. Ich habe schlechte Erinnerungen. Nehmt euch jetzt, was euch zusteht. Ja, bitte. Gibt's keine Geschenke. Boah, Spanferkel. Schweinefleisch. Muss das direkt nochmal hier rekruten. Sehr schön. Heiden sind hier dominierend. Sie sollen Sklaven einfangen. Ich werde ihn zurückbringen. So, jetzt haben wir 8 Stück. Guck mal, 8 Stück. Und hier, den müssen, können wir doch umbenennen noch. Irgendwie ging das. Aiden. Zeig mir deine Fähigkeiten. Und dann hier oben. Ha! Uwe. Uwe, darf ich den nach dir benennen? Das ist ja ein Schotte, ja? Uwe McHofen?
Ja? Ich wusste gar nicht, dass die Schottenröcke, ihr kennt ja Braveheart, und dass diese Röcke der Schotten erst viel später kamen. Die haben die erst später integriert. Also erfunden oder Mode. Diese Schottenröcke kamen erst irgendwie wie viele Jahre später? Uwe McCool. Ich hole mir gerade was zu trinken. Gleich wieder da. Schade, dass ein Ork-Playthrough von Warhammer 1 nicht... Ich hab doch noch nie einen Ork-Playthrough gemacht. Für Warhammer. Habe ich, glaube ich, nie gemacht. Okay, Uwe. Uwe Meckhofen. So, bist drin. Ja, Gamescom. Wie war das nochmal, Uwe? Freitag, ne? Oder Donnerstag? Ich muss da nochmal nachhaken, aber ich mache ich ja noch. Ich habe ja schon mal Tickets für Dienstag oder Mittwoch, aber da ist ja sowieso geschlossen. Drittwurf der Feigen über die Strecke wegen Rogoland. Und der ist bei Tunz bei West. Der ist sogar hier. Warte mal. Müssen eigentlich mal warten, es ist zu dunkel. Soll er um Tunz bei West? Ach nee, der ist in der Nähe. Blödsinn. Der ist hier irgendwo, läuft er hier rum. Hier ist ein Versteck. Donnerstag. Ah ja, okay. Komm zurück, du blöder Sklave. Oh ja, wenn man so einen fetten Monitor hat, muss man aufpassen, ne? Das frisst echt GPU-Leistung. Ein Kumpel von mir hat sich auch so eine riesen so einen riesen Monitor geholt und sich gewundert, dass... seine Grafikleistung nicht mehr mitkommt. So, Sklave. Was machst du hier nirgendwo? Ich bin aus dem nahegelegenen Dorf davongelaufen und verstecke mich hier. Ich bin entschieden, dass ich als nächstes tun soll. Ich bin hier, um dich zu deinem Meister zurückzubringen. Ich flehe dich an, Mann. Alles außer das. Dort erwartet mich der Tod. Dein Schicksal ist mir egal. Folg mir. Wir müssen uns bei den Dörflern einschleimen. Später können wir dich ja gerne nett behandeln, aber hier geht's einfach um Loyalität und Kohle. Ist er jetzt bei mir? Ich weiß gar nicht. Ja. Bitteschön. Jetzt verprügeln sie mit dem Stück. Ich geh mal lieber. Sonst krieg ich noch Schuldgefühle. Hast du noch eine Quest für mich? Nein. Der arme Mann. Ich habe nicht genug Geld. Okay, jetzt sind wir echt in Schwierigkeiten. So, dann müssen wir jetzt mal uns einen kleinen Trupp Typen suchen. Und umklatschen. Da, was sind das da? 6 Stück. Out for a stroll, are we? Are we a stroll, are we? I will blink from your skull. Ich bin gespannt. Neues Mitglied, Bastian Steinmann. Woo! Bastian ist ein neues Mitglied. Wo bleibt es? Komm schon, wo ist dein Wayne's World? Komm schon. Wo ist es? Zeig es uns. Ich höre nichts. Es muss doch jetzt kommen. Ich habe nichts gehört. Warum habe ich es nicht gehört? Oh, schade. Der Ton ist nicht mehr drin. Oh, also ich habe nichts gehört. Den Fall angreifen. Habt ihr was gehört? Dann muss ich das nochmal überprüfen. Das ist ja blöd. Ich kann es ja dann nochmal einspielen. Moment mal. Ich mach mal kurz gucken hier. Der Sebastian, New Sub. Willkommen! Bei den gehobenen Zuschauern? Nein, Quatsch. Wir sind alle gleich. So, gucken wir mal.
Jetzt gucken wir das mal kurz nach. Das war das. Wie wird man Mitglied? Da ist irgendwo ein Knopf, Rico. Und dann könnt ihr coole... verdammt, es ist toll. Dann könnt ihr richtig coole Emojis posten. Die werden aber noch, die ganzen Fallout-Emojis werden rausgeworfen. Da muss ich noch was anderes reinsetzen. Ich habe noch zwei übrig. Ich laber die ganze Zeit davon, ich setze die rein, vergesse es aber. So, was haben wir denn hier? Hier, kurz gucken. Oh ja, irgendwie ist der Sound nicht mehr präsent. Party time, excellent. Doch, da ist er doch. Hat funktioniert, komisch. Kann ich ihn nochmal abspeichern? Gucken, ob ihr das vielleicht seht. Ja, eigentlich müsste es gehen. Ich höre das aber nicht. Ist, glaube ich, gerade kaputt. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Aber ihr habt es ja gehört, ja? Der kommt dann eigentlich rein. Ist aber jetzt gerade nicht mehr existent. Leider sehr blöd. Klick on the URL. So. Naja, können wir nicht ändern gerade. Party time! Excellent! Die haben, das Ding ist geändert. Irgendwas an der Seite, deswegen vermute ich mal, dass es daran lag. So. Ich habe aber auch nicht das Audio verboten oder so. Also das. Ah, jetzt verbindet er neu. Er lädt. Lass mir mal laden. Dann kann er sich mal in Ruhe da. Spielen wir mal weiter. So. Kampf geht's. Los. Ah, jetzt hat er geladen schon. Warte Sekunde. Ich will so kurz testen. Dann kann ich in Ruhe. Sponsor ein. Also nochmal extra für dich, Bastian Steinmann. So, langweilig. Der Meier Simon, ne? Du bist der bei den Simpsons hier. Langweilig. Guck mal, sieht nicht toll aus. Ich sehe schon ein bisschen Porno aus. So beim Modewettbewerb will ich schon was abstauben. Mit den Schuhen und der Hose nur und den Knüppeln und dem Schild. Ja, ich habe immer gespielt, aber ich habe ja nie aufgenommen. Angriff! Klöpperei! Ich blocke mit dem Schild, die anderen können prügeln. Au, oh, scheiße, voller Erdbeer nicht. Das gehört? Nein! Oh, ich dachte schon, ich bin tot. Ist das grausam? Ist das ein Gemetzel, oder? Geh zurück zu den Schafen, du blöder Bauer. Ha! Geil. Wir haben Stöcke und... ich habe endlich wieder Kleidung, oder? Hoffentlich. Komm, wir gucken mal. Ah, Plünderer. Sehr schön. Die können wir versklaven. Teile die Beute. Ja, ja. Boah, ich hab... Oh Mann, ich brauche doch Kleidung. Das gibt's doch nicht. Männer haben mich eine Mütze. Toll. Aber... nichts für... den Torso. Okay, jetzt brauchen wir nur einen Sklavenhändler. Ha! Haben wir Minus?
Reichtum haben, neuer Reichtum, okay. Neuer Reichtum. Das Schwein brauchen wir nicht angreifen, glaub mir, das ist, es geht nach hinten los. Das Holzschild scheppert wie ein Alufass. Ein Alufass scheppert, glaube ich, gar nicht so viel, oder? Lalalala. Es kommt weg, weil das vergammelt her. Boah, Bier. Will ich das verkaufen? Das gute Bier. Brot. Soll ich mir was Nettes kaufen? Zum Beispiel. Nee, ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche die Pfennige. Wir finden schon noch was zum Anziehen. Metalle. So, ich muss gucken. Es gab auch ein... Die fröhliche Witwe, akitanischen Plänkler. Es gab immer einen am Hafen. Jetzt seht ihr das mal. Sieht ziemlich cool aus hier. Hafenstadt. Guckt mal. Geil, oder? Für Mountain Bladefeld, das ist das echt hübsch. Ne? So schlecht ist die Grafik gar nicht. Der Himmel ist eigentlich auch nur eine Textur. Aber hey, ja, ein Foto. Wer ist das nicht? Ein großes Foto. Aber cool, oder? So. Städter. Stadtseher. Ja, die Nummern werden dann reingesetzt. Medikus bei, zu dem muss man gehen, wenn man verwundet ist und so. Ich glaube, der war mal am Hafen. Entweder bei Rogodanz. Kalle, der Hafenmeister. Oder woanders. Ja, ja, wir streamen bestimmt nochmal ESO. Keine Sorge. Und dann niemals. Ich wollte schon, ich habe mir überlegt, aber ich wollte halt endlich Mountain Blade Viking Conquest anfangen. Alter Seekapitän, nein. Und da ist auch keiner mehr. Ich glaube, hier war es nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. Metalle, wir wollten aber zur Halle der Fürsten. Atelier Kerol, wer ist das denn hier? Kennen wir uns? Mein Name laut Aldemar der Vergessliche. Von Wessex. Hat Etheling. Den kenne ich gar nicht. Mein Vater vom König von Kent. Der Bruder des jetzigen Königs. Er ehrte seinen alten Vater Aethelwulf. Im Gegensatz zu seinem nächsten Bruder Aethelbald. Thronstall und die Frau seines Vaters heirate. Aethelwulf ist auch ein Lappen, glaube ich. Nein, ich werde dich nicht unterstützen. Nieder mit Wessex! Nordischer Chronist. Okay, gehen wir mal hier raus. Verlassen. Ah, wir haben einen Verwundeten. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen warten kurz. Ja, keine Sorge, Jackie. Jack. Merk dir die Minutenzahlen. Dann kannst du da, wenn das Video oben ist, dann weitergucken. Ihr zahlt für Logis. Logis. Ah, kalte Cola. Ich hab das Planschbecken draußen wieder aufgebaut. Ich habe mir so ein großes, quadratisches Schwimmbecken geholt. Das war runtergesetzt. Das auf Amazonas von Intex. Riesig. Super cool. Mit Pumpe muss man sich natürlich holen. Aber das war um 40 Euro billiger. Oder 50 Euro. Da haben wir natürlich zugelangt. Ich plansch dann immer da drin und die Simulicious guckt zu. Wie der Schwabbelmar da treibt. Rekrutierfall. Oh, machen wir. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Müssen aber diese 12 Leute mal auch ein bisschen, Warte mal, jetzt müssen wir kurz mal gucken. Vermerke. Tutwolfer Feigling bei Rogoland. Klang wie Horn. Bist du, hängst du ein bisschen zurück, Kashi? Hast du das im Schlachtfeld, das Horn? Besichtige das Gelände, Hannes an der Fürsten. Ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen die Gegend unsicher. Oder wir machen hier noch ein bisschen Quests. Tatsache ist, dass ich meinen Spion von Zell Rigmund habe, ne? Nee, kann ich nicht machen. Das ist irgendwo, da muss ich übersetzen. Und das kostet Kohle. Und das kann ich nicht.
Wir machen jetzt mal hier die Truppe hier Platz. 4 Stück. Beziehung zu Gesetzloser als verringert. Oh nein! Sehr gut, Kayo. So macht man das. Guck mal, Hauptsache wir haben eine Mütze an. Ist ja kalt. Ihr nackten Lappen. Das sind nur 4, die kriegt ihr, oder? Los! Warum heißt der eigentlich immer noch Don Chad? Ich hab den doch Uwe Mac Dingens genannt. Schade. Aber für das Schatter heißt er nur so auf dem Schlachtfeld. Kevin, es wird keine neue Subnautica-Staffel geben und Bombercrew auch nicht. Subnautica, wenn das neue Dingens mal fertig ist, dann werde ich Subnautica spielen, aber ich werde nicht mehr nach jedem Update mal spielen, weil ich muss sagen, das hat mich bei Subnautica eigentlich immer genervt, weil ich kannte das Spiel so auswendig, dass mir die Vollversion keinen Spaß mehr gemacht hat. Oh, es regnet bei dir, Finn! Oh, guck mal, der ist ja richtig kraftig. Oh, ich mache jetzt mal den hier tot. Nicht. Boah, Alter. Boah, jetzt haben wir aber hier noch mehr. Teilen der Beute wegen der Moral. Wir haben was zum Anziehen. Wir sind nicht mehr nackig. Und ein gesprungener Speer. Wir nehmen mal mit, falls mal Kavallerie auf uns zukommen sollte. Aber eigentlich könnte ich auch verkaufen. Oh, wir haben ein Level. Nicht Quartier. Charakter. Da. Was gehe ich denn? Jetzt haben wir hier 2 Punkte. Ich wollte mal Seekönig und Dingens gehen, aber wir gucken mal. Ich habe noch gar nichts auf Plündern. Menge halt eine Plündergut zum 10%. Machen wir 2 hoch. Ah, weg hier, weg hier. Wir sind jetzt gerade nicht in der Lage zu kämpfen. Rogolanz. Holzfällerlager. Ich glaube, da kann man arbeiten, wenn man wirklich pleite ist und und zu viel Zeit hat. Ja. Wie war das nochmal? Trump hat gesagt, Klimaerwärmung ist fake. Aber es sind jetzt viele schlauer geworden, ne? In dem letzten Jahr. Gibt es nicht mehr so viele, die sagen, die Klimaerwärmung ist Blödsinn. Rogoland B, aber das ist nicht hier. Der muss hier irgendwo sein. Steht meistens hinter einem Haus. Ich glaube, er steht immer hinten rechts. Das ist der Dorf. Stehen nur 2 Leute rum. Der Dorfälteste und der Fiese. Also steht immer nur der Dorfälteste rum. Und wenn da noch einer rumsteht, dann ist das eine Questperson. Wo ist er denn? Ich habe einen Knüppel und werde ihn benutzen. Da ist er. Oh, der ist aber nicht bewaffnet. Nervöser Mann. Ich suche nach dem Mörder namens Trittwolf, bla bla bla. Bla 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 bla, ich töte dich, bla bla bla. Kein Problem, ich brauche nur euren Kopf. Nein! Sieh mal. Wir haben die Zeit der Welt. Wir haben die Zeit der Welt. Irgendwie kann man auch mit dem Schild schlagen. Ich habe vergessen, wie es geht. Oh. Ich bin der beste Kämpfer. Ich war nicht einmal panisch. Quest erfolgreich, das war's schon. Geh zum Dorfzentrum. Ihr könnt mal mit dem Typen hier reden. Was? Wir haben 123 Zuschauer? Das ist aber jetzt hier einiges. Ich dachte, jetzt heute ist es so warm, da guckt doch keiner. Dorfältester. Aber schön, dass ihr euch alle... Nehmt doch euer Handy und legt euch lieber raus und guckt mich um Handy weiter.
Oh ne. Nee. Keine Rinderquest. Mach die niemals. Die sind schrecklich. 464 Dingenslinge. Wir haben nur eine Stadt. Nur eine Stadt hier oben. Und das andere sind alles Burgen. Das ist schon ziemlich übel. Ja, was für mich? Wohnt Kürzungen und Gefecht? Nee, ich kann das nicht machen. Ja, sorry, kann ich nicht machen. Das sind alles nur Burgen, deswegen müssen wir wieder zurück. Wir müssen in der Nähe von Tunsby bleiben. Aber ich dachte, hier gibt es zwei Städte. Wir haben aber nur Tunsberg. Das ist das Ding. Eigentlich müsste ich mich den Dänen anschließen. Ah, ich bin ja sowieso nur gerade Dingens. Björn Kittelsson. Fünf. Wir müssen erstmal die Leute verkaufen. Seemann. Asbjörn. Wer ist denn Asbjörn? Hallo, mein Herr. Schön, dich zu treffen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, mich offiziell vorzustellen. Da ich wahrscheinlich ist, dass unsere Wege verbunden sind. Ich bin Asbjörn aus Odinsve. Ich bin ein Lognir. Einfacher Arzt. Ah, das ist gut. Das können wir echt gut brauchen. Im Weg zurück nach Odinsve landet der Rebe auf dem Blablabla. Ach, ein Arzt. Was gerne willst du bekommen? Ja, sehr schön. Ja, du willst bestimmt kein Geld. Hey, kostenlos. Das ist gut. Ja. Meier Festungswache. Ich sage, durch die Straßen gehen, dann ist immer. Ist halt die Frage, ob der. Ist aber eigentlich nur in der Methalle. Aber ich weiß, dass es einen Ort gab, da waren immer die Sklavenhändler. Dann hau rein, Shadow. Ja, der gibt's später hier. Man kann auch Seeschlachten machen. So, gucken wir mal. Aha, guck mal hier. Verschwörung. Ha! Erwischt! Ja, ja, ich weiß ganz genau, ihr wollt den König stürzen. Das ist der Pferdehändler. Apropos, ich muss was verkaufen. Hier, kannst du den Pferden anziehen. 26 Pfennige, wir sind reich. Städter. Nee. Okay. Wann kommen denn immer neue? Jeden Tag, glaube ich, ne? Okay, wir müssen ruhen sowieso. König Kronür hat Nordumbrien den Krieg erklärt. Ladidadida, das dauert ewig, glaub mir. Ja, wie viel Folge hat das bei Mountain Blade damals gedauert? In wie vielen Folge hatte ich mal ordentlich mal eine Truppe, mit der ich was machen konnte? Aber hier dauert es halt noch länger. Wir warten einfach mal. Immer mal wieder in die Metalle gucken. Lösegeldverbitter, wuh! Nee, das war ein anderer.
Wie viel kann ich für meine Gefangenen bekommen? Oh, war es nur? Das gibt's doch nicht. Okay, dann müssen wir jetzt mal schnell. Eigentlich nochmal ein paar Typen finden hier zum Töten. Alle meine vergessliche Watte. Ist noch keiner. Kann noch keiner. Der kommt nur zum Schluss. Ich kann immer noch keinen leveln. Kostet 192 Pfennige. Ist auf Werten. Ist richtig günstig, oder? Folge 64, ja wahrscheinlich. Ne? I'll slit your throat for a trinket. Spielt heute Schweiz gegen Portugal? Also, in dem Moment, wo wir streamen. Na, 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 na. Okay, einfach volle Kanne drauf. Sie alle die Steine daneben werfen. Wow! Einfach egal. Oh. Zusammen! Alle Mann von allen Seiten! Mein Kettenhemd! Das brauche ich unbedingt. Guck mal, da können wir direkt verscherbeln gehen. Oh ja, genau so. Schade, das Kettenhemd kriege ich natürlich nicht. Na gut, haben wir halt jetzt einen Sachs. Ein Sachs ist nicht schlecht. Aber ich musste mal alles nehmen. Jetzt haben wir einen Helm. Cool. Und einen Gambison. Oma gegen Sohn. Natürlich gewinnt immer die Oma. So, Marktplatz. Rüstungshändler. Mach's gut, altes Schild. Oh, Pfennige. Wir sind reich. Ein wahres Wunder ist geschehen. Und natürlich ist er noch hier, Gott sei Dank. Sehr schön. Seemann, Reisender. Wanderbade, langweilig. Steht da. Dann warten wir mal kurz. Und dann gehen wir mal weiter prügeln. Aber wie gesagt, ich muss mich. Ist die Frage, soll ich lieber zu den Dänen gehen? Toll. Im Ernst? Ich muss jetzt nochmal prügeln gehen, wenn die Moral so schlecht ist. Nur weil ich musste halt mal was für mich nehmen. Oh, guck mal hier. Nimm einen Nahkämpfer oder nimm mal einen Bogenschützen? Nimm mal einen Nahkämpfer. Müssen jetzt mal unseren Kumpel auch mal hier einkleiden. Tunz West.
Nein, ich will keine Rinder holen. Ich wünsche dir viel Glück auf der Nachtschicht. Es tut mir leid. Unsere Gedanken sind bei dir. So, der 10. Das wird vielleicht Debakel. Banditen, zwei Wege lang. Ach, egal, was soll's. Was soll's? Berühmte letzte Worte. Auf ins Gefecht. Oh, guck mal hier. Nordischer Freier. Hier können wir richtig was anfangen hier. Alter. Ich glaube, ich war erstmal beim Speer. Hört ihr die? Ach, er hat gegen das Schild geklopft. Wie geil ist das denn? Sehr schön, sehr schön. Das wird er nur halten. Jetzt wollen sie angreifen. Na gut. Angriff! Ich hab Angst? Nein, ich hab keine Angst. Aua. Gewinn bitte! Tut mir den Gefallen! Todeskamera, bitte. Da fliegt schon einer. Oh je. Kann wahrscheinlich noch fliehen. Ja, sehr schön. Die fliehen, die werfen noch. Greifen nicht alle auf einmal an, das ist der große Fehler. Ich kann mit der Maus hier rumlenken, das ist mal was Tolles. Der ist der schwerste hier. Die Tunden. Okay. Es ist knapp, meine Ladies and Gentlemen. Meine Ladies und Ladies. Oh nein. Nein! Der Priester hat einen umgebracht, ich hab's gesehen. Ja! Priester, holen dir! Es liegt nur noch an dir! Oh, oh, 1 gegen 1. Ja! Oh mein Gott! Woo! Ja! Oh mein Gott! Das war ein Klacks. Hab ich einmal gezweifelt? Ja, wir teilen auf. Natürlich, so wie es üblich ist. Oh, Scheiße. Kinderspiel. Okay, sehr gut. Dann können wir jetzt mal unserem Typen auch mal ausrüsten. So. Reden. Ausrüstung. Du bleibst mal beim Jagdmesser auf jeden Fall. Guck mal. Ich habe seinen Brustkorb ausgezogen. Und seine Füße nehme ich auch mit. Wir brauchen keine Munition, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder doch, braucht man. So. Besser. Lieber das Sachs. Das ist schön schnell. Und können ja noch mal ein paar Leute... Das siehst du mal, mal einen Bogenschützen noch mit rein. So, dann wieder zurück. Es läuft. Ja, am Anfang war ein bisschen blöd, aber mittlerweile... Trupp verliert 5 Moral, aber warum? Vielleicht muss ich mal die Hure da, fröhliche Witwe fragen. Macht beim Wettstreit mit, aber erstmal kurz zum Marktplatz. Müssen ein bisschen ausruhen wahrscheinlich. So, dann machen wir beim Wettstreit mit. Mal auf mich gewettet. Oh, guck mal, richtige Waffen. Übungsschwerter natürlich.
So, aber mehr wette ich nicht mehr auf mich. 200 Pfennige sind genug. Oh, es ist drei Teams. Nein, ein Treffer! Toll, von denen... Scheiße. Wir warten, bis die Moral besser ist. Nämlich dann geht's uns allen besser. Moin, Alma, ich mag deinen Kanal. Dankeschön. Ich auch. Bom, 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 ba. Bom, 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 ba. Wir brauchen Moral. König Leigen krieg gegen König Umbria. Ha. Bom, 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 bom. Mein Arsch, mal wieder anders hinsetzen hier. Ich verharre nämlich so 10 Jahre immer in einer Position. Und dann spiele ich meinen Arsch nicht mehr. Da machen wir mit. Okay. Plünderer gegen Menschenjäger. Wir helfen den Menschenjägern. Das wird definitiv ein Sieg. Oh, guck mal, cool. Hübsch. Ist ja aus wie ein Feld, aber... Na gut. Jo, David. Schade, dass ich nicht auf meinem Schild mein Banner-Dings habe hier. Und wir haben einen hübschen Helm. Helm ist immer das Wichtigste. Volle Kanne rein. Aufstellen. Na gut, okay. Vorwärts! Alle abstechen! Boah, der hat Sperren. Ist das übel, oder? Das ist ein Gemetzel. Zweikampf, guck mal, alle gucken zu. Sein kleiner Sohn. Alle angreifen jetzt hier, Schluss! Mach den Laden mal zu hier. Guck mal, wie sie alle erworfen liegen. Ist das toll, oder? Vorwärts! Konsolenspiele haben leider immer Nachteile. Hallo Atomic Gaming! Upsch. Ach komm, da laufe ich jetzt hinterher, der Junge. Arsch der Welt. Ja, mit den Menschenjäger kann man sich immer anfreunden. Menschenjäger. Er läuft von dannen weit weg über den Horizont hinaus. Ausdauer ist hoch. Ah, ist vorbei. Wer hätte es gedacht? Okay, ich hätte nur mal verkaufen müssen. Ja, wir teilen die Beute. Guck mal hier. Was ist das denn? Eine Schüssel als Helm? Guck mal, umgedreht.
Guck mal, hier ist ein Halter, damit der auch steht, ne? Ist aber gar nicht schlecht. Können wir den Dingens geben? Das sind die Steinschleuder-Dinger. Komm, wir geben dem Dings mal eine Steinschleuder. Okay, dann... Meine Güte, was ist denn hier los? Schade. Okay. Pass auf, dann machen wir jetzt erstmal... den, kann ich von hier aus meine Gefährten... Lol, sind das alle Gefährten, die es gibt? Das ist ja cool. So viele gibt's. Asbjorn. Schön. Wir haben schon zwei von ein paar. Wird gekämpft. Ah ne, da wurde immer noch gekämpft. Na gut, dann Trupp. Der braucht den Helm. Man hat auch schon mal einen Helm. Mehr braucht er aber nicht, oder? Das wird nur so eine Nahkampfsau. Ich könnte ihn natürlich auch schon noch... Schleuder geben mit Steinchen. Großer Sack Steine. 9. Na gut. Ja, Steinschleudern waren tatsächlich eine wichtige Kriegswaffe. Besonders in der Antike wurde die ziemlich häufig noch benutzt. Also, ne? Bei Rome Total War kann man das ja zum Beispiel sehen. Oder Rome 2 Total War, das ist ja auch drin. Hätte ich aber auch nie gedacht, ne? Schlinge. Ist wahrscheinlich billigere Steinschleuder. Ach, guck mal. Ach, er hat eine. Aber den blöden Stab, aber... 12, 19, 16. Nicht schlecht. Gewöhnliche Brünne. Ach, eine... Oh, 40, 20. Alter, 33. Jetzt muss ich aber hier mal kurz... Jetzt muss ich aber mal gerade hier... Einen Moment. Ich komme gleich wieder. ...26, 8, 33, 12, 40, 20. Die muss ich nehmen. Er kriegt das hier, der Priester. Schön, dass er Geld nimmt. Brunne. Schön. Trupp. Asbjorn, komm, du machst jetzt hier. Du kannst bei den Großen bald schon fast mitmachen, deswegen kommst du auch jetzt schon nach oben. Das macht halt, das Ding ist, dass er auch 12 Kopfschuss macht, zusätzlich. Aber ich nehme noch lieber mehr Torso. Tu mal lieber mehr Torso, Mama. Tu mal lieber mehr Torso. Ach so, Oh, Versteck finden. Oh, ist schwer, aber wir können es probieren. Ist immer so eine Sache. Hallo, Tunsberg? Wunderschön. Jetzt sind wir immer noch... Oh, machen wir so ein hier, so ein kurzes Schwert veredelt. Kostet 5000 Pfennige. Guck mal, hier ist das Rundschild. Auch nur 1000 Pfennige. Aber ich bräuchte so eine Axt. Ja? So eine Kampfaxt. 800 Pfennige. Aber ich würde mich schon gerne mal... Lange Axt hier. Lange Axt. Zweihändig oder einhändig. Geht beides. Lange Axt schartig. Aber das sagst du eigentlich nicht schlecht. Aber trotzdem. Den schlägt man halt langsam zu. Kurze Einhandaxt. 24. Gucken wir uns die jetzt mal. Der kommt weg. Scheiß drauf. Okay, dann warten wir mal ein bisschen hier. Ah. Tunsberge. Das geht ist halb weg. Dinas Bran wurde von Eldoroman Atitulwulf, König von Merzien, besiegt. Merzien ist hier. Dort. Oh, jetzt habt ihr schon viel geändert. Hier ist Merzien. Jetzt muss ich die Kamera mal drehen. Ja, ist richtig. Friedensabkommen. Wird immerhin Königreich Konnarol.
Hat Frieden. Ich will auch so eine Armee haben, wenn die laufen. Ach ja. Ja, cool, wenn das... Ich glaube aber, so sieht das nicht aus bei, Bannerlord. Oh, ich hoffe, die sind diesmal noch auf der Gamescom. Die sind ja da. Ich muss da unbedingt mal hinschreiben. Ich will da unbedingt mal... So. Metalle. Trotzdem mal gucken nochmal. Barde! Schwedischer Krieger. Hallo. Deine Lamellenrüstung sieht toll aus. Okay, dann gehen wir lieber weiter. So, haben wir eine Mission? Haben wir Banditen Theodor von... Ach so, ich muss sie noch wegbringen. Jalkovigihagigi. Ist. Das ist der Konugra Harald Halvarsson. Konugre. Ha, siehst du, da ist er doch. Ich habe ihn doch getötet, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ach so, er ist das. Hesi Ketil Bjornsson. Ne, Jarl Krotmin Hig Outgi. Ich will trotzdem mal. Dann halt keine Hilfe. Auf 9. Aber ansehen brauche ich 100 bis 150 oder was? 150 oder mehr ansehen. Ach, ansehen generell. Ach, das war ja ansehen. Stimmt ja. Delikte Angelegenheit einmal. Vergesst nicht, jemand kümmert uns. Das fehlt mir Frauen zu den Bediensteten. Das ist jetzt ein Spion. Nein. Hallo. Hallo, Thronen Kittelsdott hier. Ich habe sie nicht angesprochen. Okay. Böse Schweinchen. Sind sehr gefährlich. Holzfällerlager. Da ist wieder einer. Gesetzlose. So. Weg mit dem. Oh, geht doch. Kettenhemd. Axt, Schild. Leute, mit denen man kämpfen kann. Jetzt können wir in Ruhe hier wenigstens mal ein bisschen drauf losprügeln. Hau rein, Bastian Steinmann. Danke fürs Mitglied werden. Oh, ich sehe manchmal so grüne Flecken im Schnee. Kommt, Leute, bleibt mal bei mir. Wo sind die überhaupt? Unten. Ah, egal, volle Kanne drauf, Leute. Gucken, wie ich aufs Schild hauen kann. Das würde ich immer gerne wissen. Ist da ein Bogenschütze? Nee. Aber ich glaube, die Bogenschützen waren ziemlich scheiße, weil die nichts treffen. Aua. Oh, ich dachte schon, der Speer steckt in mir drin. Immer noch gefangen, ne? Ich überlasse, ne, ich nehme schon ein bisschen. Ich brauche das Zeug. Und weiter. Ja, das blöde Banditenversteck, das ist mir erstmal egal. Guck mal, jetzt zwei Gefangene. Boah, die können wir befreien, dann sind die bei uns. Euer Tod ist ja sicher, Angriff. Ach, volle Kanne drauf, die vier Leute. Ha, 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 ha.
Vorwärts, Männer! Wir haben noch nicht mal ein Pferd gesehen, ne? Außer auf Wiesen. Guck mal, als wenn unser Brustkorb ausgepolstert wäre. Geplustert. Ich zoome halt nur mal ran, bis ich da bin, sind die tot. Dann können wir dir mal helfen. Ich wusste es. Aber er hätte den jetzt fast erwischt. Okay. Einstellen. Heidnischer Priester und Bauer. Was wird denn aus dem heidnischen Priester? Nix. Aus ihm wird der Wachmann und Hornbläser. So, okay. Machen lieber noch ein paar Nahkämpfer, weil die waren nicht so toll, die Bogenschützen. Ich entsinne mich, dass die ziemlich scheiße waren. Deswegen will ich jetzt hier erstmal keinen darin verschwenden. Fraktion eliminiert. Königreich Brixing-Nyong-Kong. Da ist eine Anlegestelle. Besichtigt das Gelände. Cool. Aber wir machen jetzt mal hier eine Wartezeit. Hi, Thorsten! 4 Pfennige verloren. Wir erholen uns tapfer in der Burg. Haben noch 890 Pfennige. So. 4 Pfennige. Ah, Cola. So, wir warten noch die Nacht. Kätzchen. Ich mag Katzen. So, okay. Trupp. Oh, leider ist keiner hier irgendwie. Den Priester behalten wir mal. Hier gibt es zu wenig. Wir müssen halt für die Nordmänner Dänemark einnehmen. Dann haben wir schon ein bisschen was. Oder wir fahren halt rüber. Rekrutiere Freiwillige. Ach so. Ich will keine Rinder bringen, Herrgott! Wir töten. Odins Höhle. Weiß nicht, was wir da machen. Ich gehe da mal nicht hin. Okay, wo ist denn dieses Banditenversteck? Das ist irgendwo bei Dingens gewesen, ne? Wir suchen jetzt nochmal ein paar Banditen. Das ist ja Rogolanz. Banditen, ihr habt die Rinder gestohlen. Bringen sie wieder her. Bringen sie wieder her. Rinder her, ist doch gut. Aber das mache ich nicht. Ich nur alle mal. 11 Stück, Alter. 11. Und 11 Gefangene. Das könnte sich richtig lohnen. Oder wir sterben. I'm gonna break your legs. Nice and slow. Oh. Wow, jetzt geht's hier nochmal zur Sache. So, und zwar müssen wir mal gucken. Ja. Dann kommen sie. Alle mal aufstellen. Jetzt wird's knackig. Achso, das sind die Dingensformationen. Rechte Flanke. Fährten. Linke Flanke. Erstmal schön werfen. Oh, das sieht aber gut aus. Werft die Steine! Immer schön weiter! Los, los, los! Ich habe ein viel besseres Horn. Sie fliehen! Hinterher! Angriff!
Er lenkt. Guten Abend, Patrick Wieland. Jetzt warten wir hier. Jetzt müssen wir warten, bis die geflohen sind. Das dauert 10 Jahre. Lass mir nur ruhig. Ja, ja. Und sowas im Kingdom Come Deliverance Style. Das wäre ja eigentlich möglich. Dieses Kampagnenlaufen gibt's ja sonst so halb. Ne? Und dann poppt man sich halt so eine Truppe auf. Das Spiel ist zu laut. Er ist schon ein bisschen laut, aber... Stimmt schon, aber manche Sounds... Das Problem ist, dass die Sounds, manche Sounds super laut sind. Und manche zu leise. Ich habe halt hier keinen tollen Kompressor wie bei Sony Vegas, bevor ich das Video, wenn ich das Video rendere. Guten Abend, Helgon TV. TV. Das war's. Okay. Menschenjäger. 8 Stück. Geil. Jetzt müssen wir mal aufpassen wegen dem Geld. Und 3 nordische Kriegsbogenschützen. Lol. Leute. Jetzt müssen wir uns ranhalten. Jetzt dürfen wir keinen Moment verplempern, ohne zu kämpfen. Überlass den Männern die ganze Beute. Das haben sie sich verdient. Wir haben ein Level. Was denn hier mit Eigenschaften? Dann gehen die nochmal hoch. 2 Stück. Dann machen wir jetzt mal... Seekönigliche Navigation. Einfach, damit wir es schon mal haben. Okay, da ist noch einer. Verjagte Feinde. Ach, das ist ein anderer. Da müssen wir aber eigentlich... Wir müssen zurück nach Tunsberg unbedingt. 26. Wie viel Kohle kosten die denn jetzt immer? Ich meine, das kann schon richtig teuer werden. Ich muss aber unbedingt die Sachen verkaufen. Tunsberg. Metall. Erstmal gucken, ob hier ein Sklavendingens ist. Ist immer noch da. Ein alter Captain. Ich glaube, den braucht man, damit man überhaupt das Schiff steuern kann. Helm, den behalten wir. Ach komm, den verkaufen wir, egal. Hat keiner gesehen? So, wir warten hier eine Weile. Ja, Kenji kommt jetzt immer nur alle 2 Tage. Ich sag euch das halt nie, also... Ihr könnt euch darauf immer einstellen. Täglich ist eigentlich ja eigentlich nicht mehr so Sache bei mir. Weil ich sonst, habe jetzt wieder alles alle 2 Tage gemacht, dass sich alles abwechselt. Weil ich habe viel zu viele Sachen täglich gebracht. Und das hat daraus resultiert, dass viele Sachen nachhängen. Ja. Gut, es gibt jetzt Rage 2. Wird zum Beispiel nicht weitergespielt. Dazu wollte ich ein Video machen. Aber Rage 2 macht mir einfach überhaupt keinen Spaß. Und, Anno ist leider auch in die... Ist halt zu leer gelaufen. Der Heisenberg hat wohl, glaube ich, das Interesse verloren. Hat also mich nicht mehr gefragt, ob er weiterspielen will. Deswegen hat sich das wahrscheinlich auch erledigt. Aber da haben wir ja schon einiges gespielt, war ja nicht. Euer Trupp gewinnt, ein Moral. So, okay, pass auf, da müssen wir jetzt nochmal los. Wir gehen nochmal etwas plündern. 10 Gesetzlose! Euer Tod ist euch sicher. Los geht's. Alter, geil, los geht's. Ich kann ja so eine Minimum-Audio machen. Und zwar, dass das Spiel bestimmte Lautstärke nicht übersteigt. Ich kann da minus... So. Ich muss jetzt selber sagen, ob das zu laut ist oder nicht. Ich habe jetzt mal 3 Dezibel runtergestellt. Es geht so mit der Lautstärke, aber ja, Rage
Ich habe es wirklich probiert, ne? Aber ich habe höre auf damit, Spiele, mich zu zwingen, Spiele zu spielen. Nur weil, also es geht nicht. Also es geht wirklich nicht. Also ich habe es ja bei Fallout 76 lange probiert. Und es ist wirklich zermürbend, ein Let's Play zu machen auf ein Spiel, worauf man keine Lust hat. Aber es ist natürlich auch blöd, etwas zu machen. Wir machen erstmal den Kampf hier. Angriff! Der Bogen schießt nicht, das war auch mal ein Problem. Wow, shit! Er jubelt nur. Er jubelt nur. So viel dazu. Nächster Freundchen. Eine Axt gerne werfen, aber geht ja nicht. Ah toll, der ist weg. Ja, zwei, die fliehen. Das finde ich aber cool, dass die Leute fliehen können. Ja, das zu Let's Playen, auf das man eigentlich keine Lust hat. Man hat natürlich 100 Leute und mehr, die das gucken, aber es ist ja gut, vergleichsmäßig echt schlecht, wie das läuft. Es gibt immer zwei Variablen, die für mich wichtig sind, etwas fortzuführen. Erst natürlich mein Spaß, aber wenn der Spaß am Spiel nicht mehr so vorhanden ist, wie ich das gerne wollte, dann ist nur noch eine Variable, die mich dazu bringen könnte, das zu weiter zu spielen. Das sind dann, ist ein enormer Auftrieb von Zuschauern. Das bedeutet also, dass das überdimensional gut geklickt wird. Dann könnte ich mich nur mal überreden, das zu spielen. Aber wenn selbst das Aufgebot nicht vorhanden ist, dann spiele ich es halt nicht weiter. Da habe ich überhaupt keine Motivation, das weiterzumachen. Aber es ist ja auch nie gegeben, dass ich Spiele durchspiele. Ich spiele sie durch, wenn sie es verdienen, von mir durchgespielt zu werden, wenn es mir Spaß macht. Aber selbst wenn es gut geklickt wird, was bei Fallout 76 ja der Fall war, kann ich konnte es nicht weiterspielen. Es ging einfach nicht. Es geht einfach nicht. Da ist das halt so. Und manche Spiele stelle ich gerne einfach ein paar Folgen vor. Das ist halt immer so bei mir. Also darauf müsst ihr euch immer einstellen, dass halt manche Let's Plays einfach nur gehen, soweit wie man halt, wo ich denke, so, wow, das reicht jetzt, was ich gezeigt habe. Wie bei Rescue HQ oder Ostriff oder Dingens. So aufwärtsstrategische Spiele sind besonders immer so eine Sache. Das spiele ich meistens immer nur, weil die ja endlos sind. Oftmals einfach nur, ich baue jetzt alle Gebäude und das war's. Der Stream hört jetzt gleich auf. Wir haben jetzt 21 Uhr. Ich muss noch Sachen aufnehmen. Deswegen muss das jetzt mal, muss ich hier leider aufhören. Wie Alien Isolation zum Beispiel. Obwohl ich müsste noch Folgen haben. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Waren. Mit Felle, Woll, Ross, Elfenbein. Das ist nicht so fein. Räucherfisch ist gut. Und Rindfleisch. Das hält aber auch, oder? Es ist frisch. Und Brot. 200. Sehr schön. Jetzt haben wir Essen. Ja, hat Spaß gemacht, oder? Ja, Fallout war leider nicht der Hammer. Und ich denke auch, dass das Ende... Ich glaube, Elder Scrolls wird noch ein großer Reinfall werden. Ist ja schon angekündigt worden, dass... gab ein Interview, dass Elder Scrolls, das nächste Elder Scrolls, also, ne, das nächste... Letztes war ja Skyrim. Das heißt ja nicht Skyrim, das heißt ja Elder Scrolls. Und dass der nächste Teil davon halt auch Game as Service wird. Also könnt ihr erwarten, dass das ein Fallout 76 wird. Game as Service bedeutet, das ist ja die größte Ausrede momentan auf dem Spielmarkt. Das Spiel soll 10 Jahre gespielt werden, heißt es. Ja, Bethesda hat gesagt, jetzt zum Schlusswort. Bethesda, es geht hier um Bethesda, ja, um die Game Publisher, wer es nicht kennt. Und Bethesda hat ja gesagt, nach Fallout 4, dass sie jetzt Game as Service bringen und mehr Mikrotransaktionen. Das heißt, alle ihre Spiele, die rauskommen, werden nicht fertig sein. Das sind quasi alles Early Access Spiele. Game as Service ist quasi ein Deckname für Early Access. Also ein unfertiges Spiel, was vielleicht noch fertig gemacht wird und strotzt vor Mikrotransaktionen. Alle Spiele haben hundertprozentig einen Ingame-Shop. Ist scheißegal, ob es kosmetische Items sind. Ja, kosmetische Items sind hinter... sobald Mikrotransaktionen gut funktionieren, könnt ihr Content wahrscheinlich nur noch so kaufen. Und kostenlose Updates sind dann wahrscheinlich Mini-DLCs, mal hier eine Storyline, oh, da bekommt ein Begleiter oder zwei, drei Quests neu oder ein Event oder so ein Scheiß.
Und naja, so wird's hinauslaufen. Game as Service sind quasi verkaufte Roadmaps, ja. Hier, das ist das Spiel und das kommt dieses Jahr alles noch raus. Ich sage nur Anthem zum Beispiel, ja. Fallout 76 hat nichts Neues bekommen. Ich gucke jedes Mal rein und es ist nichts Neues. Minimal, Mikro, fast gar nichts. Also nicht erwähnenswerte Sachen. Und das nächste Elder Scrolls ist wahrscheinlich, könnt ihr vergessen, dass das toll wird, ja. Also das ist ziemlich sicher, dass das nichts Tolles wird. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es gut wird, aber das Vertrauen in Bethesda ist nicht da. Und ich werde es nicht let's playen, bis ich die ersten Reviews gehört habe. Stellt euch mal darauf ein. Aber die größten Feinde unserer Development der Development-Geschichte sind Game as Service. Es ist ein Wort, wie man Customer, also die Käufer und uns, die Fans, an Computerspielen behandelt. Wir werden nur noch wie Scheiße behandelt. Das hat doch jetzt hier von der GameStar einer auch noch Video dazu gemacht. Die finden das auch scheiße. Was ist geworden aus der guten Spielindustrie? Die Käufer werden alle wie Scheiße behandelt. Es werden nur Roadmaps verteilt, wie die Spiele in 10 Jahren aussehen. Aber wir wollen von Anfang an ein scheißfertiges Spiel bekommen, ja? Also es ist schon echt übel. Das Spiel heutzutage wäre nur noch, ist nur noch Müll. Nur noch Müll. Schrecklich. Naja. So viel dazu. Bin wieder vom Thema abgeschwiffen. Also bitte, wenn euch das interessiert, guckt doch mal nach. Game as Service, ja? Was das bedeutet, dass das auch einfach ein schrecklicher, schlechte Bezeichnung ist für Spiele heutzutage. Ja, war geil, ne? Ist aber auch schon echt alt und sie haben die Kuh auch ziemlich gemolken. Skyrim. Meine Güte. Das war das letzte gute Spiel nach Fallout 4, war ja der Ende. Das Ende, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was Gutes rauskommt. Da kommt nichts mehr Tolles von denen. Und ich vermute mal, dass Bethesda am Ende dann wahrscheinlich von ZeniMax aufgegessen wird. So, genug! Thema ausgewechselt. Ende. Abgeschwiffen. Alte meine Vergessliche sagt Schluss. Wir sehen uns wieder dann ausrasten 2 Wochen. Wo? Ah ja, extrem eintönig. Also, ja, muss man nichts zu sagen. Also, selbst die Leute von ihren Freunden können keine richtigen Spiele mehr machen. Rage 2 ist ziemlich langweilig. Extrem. Du fährst, die Welt ist ziemlich tot, weil man sie innerhalb von kürzester Zeit gelöst hat. Man weiß ganz genau, wie sie funktioniert. Überall spawnen immer die gleichen Gruppen von Gegnern. Und du weißt ganz genau, wie das läuft. Und die Welt ist einfach, mit der fühlt man sich halt überhaupt nicht verbunden. Und naja, der Anfang macht Spaß und nach einer Stunde hast du keine Lust mehr. Witcher natürlich. Habe ich auch mal Let's Play, das ist nicht mehr existent. Egal, ich muss jetzt aufhören. Leute, wir sehen uns wieder. Samstag oder Sonntag. Ich sag dann wann. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, immer mindestens euch einen Tag vorher den Streamplan. Wenn es geplant ist, dann wird auch wahrscheinlich kein Stream stattfinden. Aber ich will ja keine festen Zeiten haben. Das ist ja so ein bisschen knifflig hier. Sonst habe ich es zu schwer. Kenji ist super. Das ist ein richtiges Spiel, ja? Plague Tale ist auch ein tolles Spiel. Kann man empfehlen, wenn ihr auf sowas steht. Ne, ist ja alles eher so ein bisschen Schleichen und so. Aber klasse gemacht. Spielen wir auch gerade auf der Xbox. Executive Assault 2 bestimmt mal, aber da warte ich noch ein paar Monate. Gucken, was da so rauskommt. So, wünsche euch einen schönen Tag. Regnet heute Abend, wird's kühl. Also dann bis im Laufe der Woche, Leute. Haut rein. Ah, ich komme hier nicht raus. Tunsberg. Speichern und beenden. Zack. Danke, Patrick. Haut rein, Leute.